willkommen zum neuen Video. Es geht weiter wieder mit dem 500er. Seit er da ist, passiert jetzt auch sehr viel. Und zwar geht es heute wieder um die Auspuffanlage. Wir haben lange darüber diskutiert, dass uns die Endrohre nicht gefallen. Über den Sound braucht man nicht drüber reden. Übelst mega. Lediglich haben wir das Problem gehabt, dass das die Race-Version war. Ne? Vom Topf her. So, muss ich nochmal anhören, schön. Kann man machen. Allein schon dieses Blubbern, ne? Ich weiß nicht, ob man das so kriegt. Es hört sich ein bisschen an wie eine Harley. Ist geil. Wir sind ja auch damit mal Probe gefahren. Vielleicht können wir das mal kurz einblenden, Alex. Ist geil, wir brauchen nicht drüber reden, aber die ist nicht legal. Und die Endrohre, das ist halt, sag jetzt mal, von der Endrohr-Variante her ist es so, ja, 90er Tuning-Style, sag ich mal. Ist so. Oder gibt es das doch, bei Serienfahrzeugen gibt es mittlerweile auch schon. Aktuell. Ja. Also ähnlich. Die neue Auspuffanlage ist da, ABE habe ich auch da. Was mich aber jetzt wundert beim Gutachten, da steht ja auch hier beim Gutachten einen Sonderschalldämpfer 500E, hier, Eisenmann, Original, Stempel, Unterschrift. Jedoch steht da beim Hersteller Carlson Autotechnik. Das ist doch gut. Ich weiß es nicht, ob da damals vielleicht die Eisenmann-Auspuffanlagen für Carlson gemacht, also wir haben die aber offiziell bestellt, das ist jetzt kein Werbefilm oder sonst was. Eisenmann ist halt seit Jahren schon bekannt gewesen, auch in der BMW-Szene extrem. Und da habe ich gesagt, Preis-Leistung passt natürlich auch. Vielleicht war das wirklich damals so, dass Carlson Eisenmann, ich weiß es nicht, ich muss nochmal nachfragen, vielleicht Carlson Eisenmann beauftragt hat, eine Abgasanlage zu bauen und dann ist auch TÜV gehabt und dann hat wahrscheinlich Carlson auch TÜV bezahlt. Gibt vielleicht. Carlson noch? Wurden, glaube ich, von Chinesen aufgekauft irgendwann, vor ein paar Jahren. Aber ich sage ja, ich weiß es nicht, ich müsste jetzt vorher lesen. Endrohre haben wir versucht am Telefon den Leuten vom Eisenmann klar zu machen, dass wir andere Endrohre haben möchten. Da haben die gesagt, nein, die Abgasanlage gibt es nur mit den Endrohre. Dann haben wir gesagt, ja, sind die schon fertig? Ja, nein. Habe ich gesagt, ihr habt doch aber schon verschiedene Endrohr-Varianten im Sortiment. Und die gesagt, ja, dann habe ich gesagt, könnt ihr die nicht da einfach da reinschweißen? Dann haben sie gesagt, ja, machen sie. Das ist schön. Freut mich. Ja. Also ich habe die Endrohre jetzt noch nicht gesehen, nur auf praktisch Zeichnungen. Hoffentlich sind die auch jetzt anders. Das ist jetzt die Herz-Variante, oder? Die was für eine? Mit dem Herz. Drauf. Ja. Ah, geil. Also ich sage jetzt mal typisch AMG und mit TÜV. Natürlich wird jetzt um einiges leiser werden wie die hier, aber die Optik passt schon mal. Steht aber Eisenmann auch drauf hier. Das Auto mal ein bisschen runterlassen. Ja, man sieht's. Also ich finde es schon passender. Um ja, einiges, ne? Ja. Oder was sagst du? Ja, doch. Wir hatten ja auch das Problem, dass sie hier ansetzen, ganz leicht, ne? Und die sollten dann vielleicht nicht mehr. Ich finde auch gut, also du hast ja keine Aussparung an der Heckschussstange, mhm, und dadurch, dass das eben oval ist, fügt sich das so ein bisschen besser an als die Runden. Passt einfach ja, besser. Ja. Ne? Gut, dann machen wir die mal drunter. Ich bin gespannt, ich garantiere das leiser. Aber legal, wir haben Ruhe, haben schöne Endrohre, weil die Auspuffanlage, die brauchen wir noch. War ja von vornherein so geplant, dass wir zuerst mal die besorgen, weil wir sie sowieso brauchen. Dann haben wir die auf dem 500er getestet. Und dann kommt die drauf und die kommt auf unseren 400er drauf. Natürlich in Kombination nicht mit 5 Liter, sondern 6 Liter. Ne? Fangen wir an. Beim 400er ist ja der Plan, auch den Vorschalldämpfer von dem reinzumachen. Abgasanlage, so Downpipe-mäßig machen wir wahrscheinlich gar nichts. Vorerst mal vielleicht nicht und dann gucken wir einfach mal so hinterher. Weil
weiß jetzt nicht, ob zwischen 500 und 6 Liter große Unterschiede gab damals. Also ob die auch eine andere Downpipe und so gehabt haben. Aber das sehen wir dann hinterher, wenn der Motor kommt. Der ist ja noch bei Steingarage. Was siehst du da was? Ja, jetzt sieht man es. Also falls dieses Video Leute erst sehen und den ganzen Ablauf mit dem Vorschalldämpfer noch nicht gesehen haben, das ist original noch. Und das da ist auch original, aber neu. Und die knackt besser, weil die Teilenummer etwas anders ist wie die deutsche. Aber es steht Originalteilnummer drauf. Ich glaube, die Töpfe gibt es auch nicht mehr. Oder fast nicht mehr. Zumindest da, wo wir sie noch gekriegt haben. Wenn ihr dieses Video seht, dann wird es nach dem Wörthersee sein. Also wenn es eigentlich schon vorbei ist. Wir sind jetzt noch vor Wörtherseezeit. Aus Grund der aktuellen Situation und ich auch saumäßig viel noch Arbeit in der Halle habe, was Preise reduzieren ist. Und auch gerade noch viel drehen muss, weil auch gerade wirklich viel verkauft wird. Muss ich gerade viel drehen, weil Kunden wünsche. Beispiel, wenn jemand sagt, ja, ich will die Felge, ja, aber ich hätte sie gerne schwarz Front gedreht. Und der Nico ist gerade im Urlaub noch. Und deswegen muss ich da jetzt noch gerade drehen. Und außerdem hätte ich ja gar keinen Kopf im Wörthersee. Ganz ehrlich, ich hätte da überhaupt keinen Kopf. Egal, wo ich sitze und was ich da mache, der Kopf ist gerade hier. Und daher, das wollte man eigentlich drin lassen, ne? Ja. Aber sicher, dass der anders ist vom Flansch her. So, jetzt schaut man das Ding noch voll zusammen. So, Auspuff ist dran, jedoch krumm. Ich muss jetzt auch mal schwind mal im Netz gucken, ob diese 500er eine andere Stoßstange hatte. Was ist denn? Heckansicht. Ja gut, das ist eine andere Stoßstange. Hm. Das Hauptproblem ist, dass du, wenn du die Abgasanlage drunter machen willst, dass du eine Aussparung machen musst. Und dadurch ist ja jetzt mit so einem Winkel befestigt. Das heißt, wir mussten wieder so Distanzen jetzt reinmachen, damit die Abgasanlage weiter unten hängt. Sonst wäre es jetzt mit den Rohren theoretisch in der Höhe. Und deswegen diese Aussparung. Ich habe aber auch keinen Bock auf Aussparung. Früher war es wahrscheinlich egal, ne? Da hat man das halt reingeschnitten. Aber heute, wenn du die Stoßstange hier zersägst, ist... Ich überlege mal, was wir machen. Wir gucken zuerst mal, wie hört das sich jetzt an. Und dann entscheiden wir, wie wo was gemacht wird. Ist schon ein klarer Unterschied, ne, zu vorher. Aber dafür TÜV. Aber sie hört sich immer noch besser an wie Ganzserie. Also ich finde es jetzt nicht schlecht. Vielleicht sind wir aber einfach nur versaut gerade. Von vorher noch. Wir müssen gucken, uns überlegen, würdet ihr... Man muss es machen, dass man das hier so leicht ausschneidet. Und dann, indem du es ganz normal positionierst nach oben, dann wird es ja auch gerade. Jetzt hängt sie so krumm. Also umso weiter sie hochkommt, umso gerade wird sie. Ja, aber würdet ihr das schneiden jetzt? Wenn man die Abgasanlage wirklich dran lässt, einmal das und zweitens, ich finde das auf jeden Fall die Endrohre besser. Ich denke, ihr auch. Weil ein paar haben die Runden schon gefallen, ein paar Leuten, aber... Ja, gut, soweit so gut. Wir gucken, überlegen, was wir als nächstes machen, ob wir schneiden. Ich lese die Kommentare, bitte haut dazu, ob wir das Ding schneiden sollen, dürfen... machen sollen oder nicht. Da bin ich gespannt. Ja, ist ja um einiges leiser, ey. Also es ist besser natürlich wie ganz am Anfang. Oh, hörst du das? Das Schlimmste, was ich... Boah, ich kann das gar nicht leiden, warte. Ich zeig dir gleich, was ich jetzt hole. Und wenn man es nicht rechtzeitig wegmacht, hast du das Problem. Aber jetzt das gefunden hier. Okay. Eine Fernbedienung, Mercedes-Benz, Falsum.
Ja, sogar mit hier Schriftzeichen. Japanisch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so hört, aber früher können wir mal das vielleicht einblenden, Alex, wo ich in, mit der anderen Abgasanlage jetzt gefahren bin, so, so leicht Gas gegeben habe. Zu jetzt? Ja, scheiße. Braucht jemand eine legale Abgasanlage mit ovalen Endrohren für den 500er? War nur einmal montiert und 500 Meter gefahren. Das kannst du vergessen. Klar ist jetzt mehr wie original. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber wir sind halt versaut. Du darfst das nicht, eigentlich nicht machen. Du darfst nicht vorher irgendwas anderes machen, was geil ist, und dann wieder runter. Größter Fehler, klar. Mit dem anderen hätte ich halt keine Ruhe gehabt, obwohl ich weiß nicht, ob das überhaupt bei dem Auto aufgefallen wäre. So. Oh, soll ich mal von draußen noch filmen? Ich habe gedacht, weißt du, vielleicht so 50% von dem kernigen Sound von vorher. Guck mal, hat die Kamera. Also von außen geht's. Wir machen die runter. Ja? Ja, legal. Es ist besser als original, aber es ist. Zum Leerlauf hörst du ein bisschen mehr. Ja. Was meint ihr? Was würdet ihr machen? Würdet ihr lieber so und dann in Ruhe, legal oder. Beim Gas geben ist schon okay. Für legal. Für legal ist okay. Ich mach sie runter. Dann besorge ich mir so ovale Rohre und mach sie auf den anderen drauf. Das ist jetzt gut Werbung für alle, gell? Wenn die jetzt mich draußen treffen, dass der Mutlu eigentlich mit den Nicht-Legale dann fährt. Stimmt. Nein, wir lassen die Legale drunter. Also, ciao.